bitte die Trommler noch ein bisschen zurückfallen. Genau, super. Einfach noch ein paar Leute zwischen mich und die Trommler. Liebe Münchner, wir sind das Bündnis Macht Frieden. Wir sind heute mit über 5000 Menschen auf der Straße und wir setzen ein klares Zeichen. Schluss mit der Kriegstreiberei der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz. Schickt endlich Diplomaten statt Granaten. Macht endlich Frieden. Wir sagen Nein zur Münchner Kriegskonferenz. Kriegstreiber raus. Liebe Münchner, schließt euch gerne an, wenn ihr euch traut. Wir sind Oppositionelle, denn wir widersprechen der Kriegstreiberei der deutschen Bundesregierung. Das Grundgesetz gibt klipp und klar der Bundesregierung ein Friedensgebot vor. Deutschland muss Friedensmacht sein in der Welt. In der Präambel des Grundgesetzes heißt es klar und deutlich, dass Deutschland in einem geeinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen hat. Im Grundgesetz steht nicht, dass Deutschland Europa spalten und Waffenschieber in internationalen Konflikten sein soll. Deshalb stehen wir auf. Deshalb sagen wir Nein zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine Unsicherheitskonferenz. Sie ist eine Thank you.
Hallo, liebe Mitgemeinschaften, und hallo, liebe Passantinnen und Passanten. Sie sehen hier das demokratische, das friedliche Deutschland auf der Straße. Ja, genau. Wir wollen eine andere, eine friedliche Politik. Wir wollen, dass unser Land und unsere Regierung, ich hoffe, wenn wir in den letzten Wochen auf die Straßen gekommen werden, umsetzt, dass wir eine Politik für den Frieden macht. Eine Politik der Verständigung der Versöhnung. Wir brauchen Diplomatie und die Schritte. Wir brauchen Wir haben gute Erfahrungen mit dem Frieden gemacht. Wir haben, gerade wir Deutschen, beste Erfahrungen gemacht mit einer Regierung unter Willy Brandt, die tatsächlich Frieden wollte. Es ist eine Schande, wirklich ein großes Ärgernis. Es ist ein Nachfolger derselben Partei. Zeitwende aufruft und ein SPD. Verteidigungsminister uns auffordert, kriegstüchtig zu werden. Nein, wir wollen nicht kriegstüchtig sein. Das ganze Land soll nicht kriegstüchtig werden. Wir wollen friedensfähig sein. Wir wollen eine friedliche Industrie haben. Eine Industrie, die den Menschen, die uns allen dient und nützt. Wir brauchen nicht Pläne einer Frau von der Leyen, die eine Rüstungsindustrie in Europa aufbauen will. Denn wir alle wissen, Rüstung tötet. Krieg tötet. Als es losging in der Ukraine, haben wir auf unseren Demonstrationen gesagt, was passieren würde, dass dieser Krieg einfach nur immer schlimmer werden würde. Der einzige Frieden, der mit dieser Politik erreicht wurde, das ist der Frieden der Gräberfelder. Diesen Frieden kann niemand wollen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte engagieren Sie sich mit uns gemeinsam für einen Politikwechsel. Wir müssen raus aus dieser ganzen Kriegsbesoffenheit. Wir müssen zurück in die Liebe zum Leben und in die Liebe zum Frieden. Das ist möglich. Wenn Sie es nicht glauben, dann hören Sie, gehen Sie ins Internet, recherchieren Sie, hören Sie sich dieses Interview an, das der Tucker Carlson, ein amerikanischer Journalist, der von der konservativen Ecke hört man, der hat ein Interview geführt mit dem Wladimir Putin, das ist der Präsident Russlands. Hier wird er als Dämon dargestellt. Hören Sie sich dieses Interview an, da hören Sie den russischen Präsidenten davon reden, dass er Waffenstillstand will, dass der Krieg beendet werden soll. Wir fordern unsere Regierung auf, diesen Präsidenten beim Wort zu nehmen. Wir fordern unsere Regierung auf, endlich diesen verhängnisvollen, verheerenden Kurs zu beenden. Sowohl die Sanktionspolitik als auch die wahnsinnigen Aufrüstungsprogramme treiben unser Land in die wirtschaftliche Krise und treiben Tausende von Menschen in den Ruin. Es ist irre. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte engagieren Sie sich mit uns gemeinsam für den Frieden, für einen Politikwechsel. Wir brauchen keine Erhöhung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir brauchen keine Milliarden für Mord und Tod. Auch ist kein Krieg in Rüstung. Denn die Hoffnung ist der Mord seiner Familien, Sister. Auch so thank you and to let you know that you are welcome. Thank you.
Thank you.
Wir hören hier gerne einmal, was ihr auf der Playlist habt, zum Beispiel Michael Jackson, They Don't Care About Us. Because what we have to understand is that the world's warmongers don't give a damn about us. They will continue carrying out their wars and they don't care if our children live or die. Unsere Kinder kennen keinen Krieg und das soll auch so bleiben, liebe Münchner. Deshalb sind wir auf der Straße gegen die Münchner Kriegskonferenz. Kommt gern dazu, wenn ihr euch traut, den Kriegstreibern zu widersprechen. Nur Mut, liebe Münchner, nur Mut. Wir machen gerne einmal Musik, wenn ihr die Playlist zur Hand habt, im Auto. Thank you.
liebe Münchner. Deshalb sind wir auf der Straße gegen die Münchner Kriegskonferenz. Kommt gern dazu, wenn ihr euch traut, den Kriegstreibern zu widersprechen. Nur Mut, liebe Münchner, nur Mut. Wir machen gerne einmal Musik, wenn ihr die Playlist zur Hand habt im Auto. Thank you.
Existenzängste haben, weil diese Regierung, um rund 1 Milliarde Euro einzusparen, den Bauern Beihilfen kürzen will. 1 Milliarde soll gespart werden. Im selben Zeitraum, in dem diese Milliarde gespart werden soll, geht der Verteidigungsminister nach Kiew und erklärt der dortigen Regierung, dass er ihnen gerne weitere 4 Milliarden Rüstungshilfe zukommen lässt. Man hat also 4 Milliarden für den Tod, aber nicht 1 Milliarde für das Leben. So verrückt ist die Regierung, so verrückt ist die Politik in diesem Land. Bitte unterstützen Sie uns dabei, das zu ändern. Wir brauchen eine andere, eine bessere, eine friedliche Politik. Und das brauchen wir dringend. Wir werden es aber nur kriegen, wenn wir uns alle gemeinsam klar und deutlich aussprechen, wenn wir ihnen klar machen, dass wir diesen Kurs nicht mitgehen. Das ist das Wichtige. Protest muss sichtbar werden. Wo auch immer es geht, reden Sie in den Berufsverbänden, reden Sie in den Gewerkschaften, reden Sie in den Sportvereinen, reden Sie in der Familie. Wenn Sie deutlich sind, reden Sie in der Kirche, auf den Kirchen. Unglaublich. Menschen, was dabei wieder in den Schulverlegungen zu machen. Doch, also bitte reden Sie überall und widersprechen Sie den Kriegsverband. Widersprechen Sie den Kriegsverband.
Yeah.
chance. It's a good chance. It's a diplomat's not weapon. Kollege Helge von Spunknus, abonniert ihn bitte. Ciao.
Tag draus gemacht. Weil es war ja am Odeonsplatz war an dem Tag eine Kriegsdemo. Thank you.
Frage von mir, liebe Münchner, wo ist Ihre politische Einsatzfreude? Wo ist Ihre Bereitschaft, mitzuwirken an einem politischen Denkprozess? Meine lieben Münchner, bitte kommen Sie mit uns gemeinsam auf die Straße und demonstrieren Sie für Frieden, Freiheit und Souveränität, solange Sie noch die Gelegenheit dazu haben. Auch dieser Zug ist irgendwann einmal beendet. Dann werden wieder Monate vergehen. Yeah.
Thank you.
Verantwortung für die Systemeinsätze ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA.